Hallo meine Leute. Ja, wartet auch schon drauf. Na dann, werden wir aus dem Anfangsbildschirm bzw. aus dem Intro rausgehen und nun in diesen hier. Hallo meine Damen und Herren und ich glaube, jetzt, sehr schön. Das OBS-Plugin funktioniert jetzt auch hier. Ich freue mich ein bisschen heute. Ja, der Bildschirm hier wird nun ein bisschen da sein und... Okay. OBS, Störungen hier. Jetzt kommst du wieder. Danke sehr. Irgendwie Internet und so ist heute nicht so ganz der Burner. Ich weiß nicht warum, meine Freunde, aber wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen in der Geschichte rumschwirren. Und somit... Ey, was ist los? Internetprobleme heute? Twitch hat, glaube ich, heute ein bisschen den Durchfall bekommen. Naja. Wo haben wir denn hier noch das Ding hier? Ich wollte irgendwas noch machen hier. Warte mal, wenn ich hier kurz umschalte, kommt dann das Ding hier wieder? Nö. Oh, das wollte ich gerade nicht. Ich muss kurz hier auf dem Desktop kurz rumsuchen. Meine Freunde, rumsuchen. Es gehört auch manchmal dazu hier. Ach, das nervt manchmal hier. Die jammern hin. Und hier. Ach, das ist sehr schön. Wenn ich jetzt hier rumdrehe. Ist eigentlich beides ein bisschen extrem, hä? Mich verschiebt es immer irgendwie kacke. Ach, scheiß drauf. Wir sind halt so, wie wir sind. Unvorbereitet, kacke und beschissen. Naja, Neuerungen gibt es heute ein bisschen mehr. Denn wir haben, wie ihr schon seht, professionell das Ganze aufgegleicht. Hier so. Muss eigentlich so herrücken. Wir müssen es doch irgendwie verschieben. Meine Fresse. Es reicht mir nicht. Es ist alles noch Guerilla-mäßig und irgendwas in der Art hier rumgedreht und whatever. Da ist ja irgendwie hier so, hä? Aber nun gut. Ach, Musik und so. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Wie ihr gerade unter mir seht, wenn ihr Zuschauer seid hier unter mir, da könnt ihr den Stream verfolgen sozusagen. Und anderweitig wird es den Stream dann noch auf YouTube geben als Nachschaue. Also ihr könnt da, wenn ihr auch hier was verpasst, einfach mal auf YouTube nachschauen mit Link etc. pp. Irgendwas in der Art wird alles kommen. Ben? Du? Sorry, Leute. So. Naja, was haben wir heute schon? Heute ist schon wieder eine Woche vorbei. Ich glaube, genau vor einer Woche habe ich gestreamt. Das ist irgendwie Schicksal oder auch Institution? Ja, Institution, glaube ich, zumindest. Ah, was für ein Spaß. Meine Fresse, hier ist heute irgendwie Staub aufgewirbelt und keine Ahnung, was los ist. Aber ich sehe eventuell sogar ein bisschen schäbig auch mit dieser Jacke hier, mit dieser Kackjacke hier. Ist ein bisschen ungewohnt, aber na gut. Und ich habe für heute, wie ihr auch im Titel sehen könnt, Klassiker der 90er Jahre, habe ich was vorbereitet für euch. Ein bisschen aufwendig, es wird glaube ich auch, also ich will das jetzt gleich schalten mit einem Let's Play oder Let's Play-artigen... Ja, Game könnte man schon sagen. Also ich möchte es irgendwie zum Vergleich und tralala und dann auch aufnehmen für YouTube, dann selber auch als Let's Play raushauen. Aber ich weiß nicht ganz, ob ich das wirklich machen soll. Das ist wirklich die Frage. Ihr könnt entscheiden, was ich machen soll. Und somit entscheidet ihr schlussendlich, was ich machen mag. Oder was ich tue. Ja, was ich tue. Genau so. Ja. Zuhören. Ja, da melden sich schon ein paar hier per WhatsApp, die irgendwie mitkommen wollen und tralala. Ich finde das mal schön und ich habe hier alles offen. Ich habe in dieser Woche hier, die ich jetzt sozusagen
geplant habe oder wusste, dass hier was kommt, was hier kommen wird. Es kommt was, Leute, es kommt was. Habe ich mir gedacht, so, siehst du mal das Ding wirklich auf wie eine Braut hier. Klingt komisch, ja? Ist, glaube ich, komisch. Naja, auf jeden Fall, ich habe wirklich was vorbereitet, ob das jetzt gerade so auf den ersten Zacken funktioniert, das müssen wir noch testen, das ist noch nicht hundertprozentig hier, aber das geht ja auch so. Ist nicht so, als ob ich hier gerade rumwurstle und irgendwie was mache. Oder doch? Ja. Also eins Sternchen und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet hier. Ist wie ein Rätsel. Ich glaube, was habe ich über heute geredet? Was habt ihr eigentlich heute gemacht, meine Freunde? Was habt ihr heute gemacht? Das möchte ich auch noch gerne wissen. Schreibt es einfach mal in den Chat. Wenn überhaupt Leute hier sind, ist die nächste Frage. Ja, also es wird alles hier noch kommen. Es wird alles aufgebaut, so wie es dann später auch sein wird. Und auf jeden Fall, das hier ist so ein Anfangsscreen, den ich mir ausgedacht habe. Vielleicht gefällt es den anderen nicht, vielleicht gefällt es jemandem anders. Es wird vielleicht ihr gefallen oder nicht, aber... Muss alles austesten, meine Freunde. Alles testen, was so zu testen gibt. Denn ansonsten ist man einfach ausgekackt. Oder wie soll ich das sagen? Oder nennen. Man ist einfach so, wie man ist. Man kann nichts anderes machen und tun. Und ich möchte auch nicht was verherrlichen oder verderben oder was auch immer. Es ist nun mal so. Also, ich schreibe mal. What the fuck, so. Aha. Naja. Ich hab gerade gemerkt, dass man auch angemeldet muss, dass man hier Kommentare schreiben kann im Chat. Also für die Leute, die nicht irgendwie etwas schreiben wollen oder etwas geschrieben haben, bitte einfach anmelden und dann kann es losgehen. Chatten mit uns, mit dir, mit mir und ich beantworte auch Fragen. Ansonsten irgendwie, was nicht gerade mit mir zu tun hat oder was nicht gerade mit Twitch und YouTube zu tun hat, sondern auch Privates, wenn auch was kommen sollte oder was irgendwie. Also ich versuche alles so genau zu beschreiben, wie es nur geht. Also seid nicht böse, wenn irgendwas nicht kommen sollte oder so. Ja, ist eigentlich noch schön. Und ich denke mir auch immer wieder, die Welt an sich, ist das schon irgendwas, das man vereinen könnte oder das man irgendwie verbessern könnte, aber ich denke da immer wieder, ey, es gibt so viel zu tun und so viel, was man eigentlich machen müsste. Weil auch schon, die Welt ist ja auch ungerecht, muss man wirklich zugeben, das Leben an sich ist ungerecht. Es ist leider Gottes so, man kann nichts ändern, man ist einfach nur so angepisst oder angemerkt. Ach, ich will eigentlich theoretisch gesehen, was hab ich denn hier, ach das Kabel, hier mein Kabel ist verwirrt und verquoren in der ganzen Geschichte. So, hochgedreht das Ding. Bisschen zugeknöpft hier. Es ist ein bisschen kalt. Ich weiß, es ist zwar Hochsommer und tralala, aber man weiß nicht so genau. Manchmal so oder so. Und denke mir manchmal, ey, in die Welt. Und ich füge hier gerade was dazu, meine Freunde. Nicht verwundert sein, wenn hier gerade was hinploppt oder so. Flopf, genau, das wollte ich eigentlich nicht haben. Das Ding so groß ist. Was habt ihr für ein Problem, meine Freunde? Es reicht doch, wenn das Ding irgendwie... so ist. So. Ich wollte nur kurz was zeigen, denn es gibt jetzt was Neues.
wie hier auch schon sehen können, meine Freunde, befinden wir hier auf unten auf meiner Seite. Das ist meine Webseite. Klickt sich mal durch. Hier oben letsplayer.ch heißt das Ganze. Und ja, es wird alle Parts, die ich so habe, werden hier auch drauf geschippert. Also hier von heute, ich glaube, das ist Minecraft von heute. Und der Elder Scrolls von heute, ich glaube, ich weiß nicht, wieso das hier ist. Ist mir ein Rätsel. Weiß ich auch nicht ganz, aber na gut. Und hier, meine Freunde, gibt es einen Reiter, ja, Let's Plays, YouTuber und Spielebibliothek. Das ist neu, meine Freunde, die Spielebibliothek. Da könnt ihr nämlich, wenn ihr draufklickt, hier diese gut wunderschönen Dinger, jetzt habt ihr es leider schon gesehen, diese drei Dinger hier, die habe ich auch auf Platte, also die habe ich auch im Spiel. Und eins der drei werden wir auch heute spielen, also im Livestream, ohne Aufnahme. So, na, ich denke, ich muss jetzt noch hier gerade umentscheiden, ob ich das mit aufnehmen soll oder nicht. Also mit Aufnahme für YouTube dann in Parts geschnitten und mit guter Qualität und tralala. Oder ob ich das nur im Stream lassen soll, das ist die Frage. Und wenn man hier so durch, ich habe hier ein bisschen, ja, natürlich nicht ich selbst geschrieben, aber was so hier drin sein sollte und so, soll alles drin sein. Und wenn ihr überhaupt auch noch ganz etwas ganz Großes, eine ganz große Ansage. Wenn man hier drauf geht, ihr seht schon, ganz kleines Ding, aber wenn wir hier ein bisschen größer gehen, das ist meine Let's Play Welt von Minecraft, was aktuell hier auf dem, ja, auf dem Dingens läuft. Auf YouTube läuft, genau so rum. Das könnt ihr hier nachschauen. Was ist so passiert ist, weil hier, kurz für die, jetzt kann ich Livestream schauen. Hier haben wir, habe ich was gebaut, denn hier, weil es jetzt ein Server ist, sind schon ein paar Leute dran am Werken, denn hier sind Häuser passiert und ich glaube, ansonsten ist hier nichts passiert, oder? Ich weiß gar nicht, ist hier irgendwas noch passiert? Ach genau, Windmühlen gerade ist endlich mal fertig gemacht, gestellt worden. Und dies ist auch noch gut. Okay, das ist gut. Der Ding scheint unter mir. Das ist schon irgendwie mit dem Plugin was los, aber nein. Weil niemand gerade on ist. Ich bin einfach so, ich stream zu komischen Zeiten, meine Freunde. Niemand on ist. Also irgendwie ist es ganz skurril und sexy hier. Aber na gut, wir müssen ja, wir dürfen nicht alles immer wissen. So. Ah, ist das nicht schön hier rumzuwohnen? Eben, und wegen dem, jetzt haben wir erst einen Server. Jetzt haben wir hier einen Server draus gemacht. Ja? Sehr schön, ein Server. Und, ja, um diesen eventuell, also jetzt in dieser Form muss ich noch nichts finanzieren oder so, aber ich habe mal für die, die wollen hier, einen Spendenreiter gemacht. Da könnt ihr mal draufklicken. Und hier kann man Spendeninfo, das wird dann, wie wir hier am Button schon sehen, über PayPal gemacht. Also meine Freunde, wenn ihr kein PayPal habt, tut mir leid, entweder eins stellen oder, ja, einfach spenden, wenn ihr schon eins habt. Also hier, wenn ihr vordefinierte Euro wollt, hier das hier und ansonsten others, also jeden Betrag, ich glaube 1 Euro ist der Mindestbetrag. Oh, fuck it. Das war die falsche Taste. Internet? Hallo? Okay, das kommt jetzt nicht mal. Schade, ich bin behindert. Bin behindert. Naja. Ja, ein bisschen zu riesengroß hier, wieder zurechtstutzen. Du, hier hoch. Und fertig. Genau, so, hier sind wir wieder hier. Also können wir ja Spenden-Info auswählen und tralala und die Höhe und Informationen und dann donaten. Wenn ihr mich überhaupt unterstützen wollt, könnt ihr das machen. Es ist keine Aufgedränge, kein nichts, gar nichts. Wenn ihr das nicht machen wollt, dann lasst es einfach. Schaut meine Videos und Ende im Gelände. So einfach geht's. Genau. Home wieder zurück, wenn es mal geht. Ja, genau, also. Geworfene Frames. Oha, habe ich sogar.
Aber im 0,0% Bereich, naja. So, mein Handy ist irgendwie die ganze Zeit immer on. So, also meine Freunde, ich denke mal, das war genug Gelaber für heute. Zack. Genau, das geht wieder weg. Supi. Ich würde jetzt mal The Secret of Monkey Island spielen. Und das auch mit Dingens, also mit Live-Let's Play sozusagen. Und dafür schalten wir, ich glaube, ich habe sogar, habe ich hier was offen? Genau. Sieh mal an. Ist schon Secret und hier alles ist schon gemacht. Ui, ja. Und hier müssen wir dann auch die Musik ausschalten, denn wir müssen natürlich auch warten für, naja, für die, ja, für YouTube eben. Dann, wo ist denn hier Text? Bin ich blöd? Ach, hier Text. Live. Ah ja, Schriftgröße können wir hier mal. Oh. 300 und Text live Let's Play. So, ploppt das hier oben auf. Dann werde ich das noch ein bisschen verkleinern hier. Und unten reinpacken. Ich weiß, es ist alles noch Guerilla-mäßig hier. Ich habe gar noch nichts, eigentlich noch nichts vorbereitet, gar nichts, aber ich denke mal, für den Anfang reicht es doch, oder? So, ein bisschen einpappen hier. So. Sehr schön. Wir haben hier das Secret of Monkey Island. Das ist ein Live-Let's Play, meine Freunde. Also reinschauen, wenn ihr wollt. Und ich denke, es geht dann auch gleich los. Können wir wieder zurückschalten. Oh, das tut mir leid. Das tut mir jetzt wirklich leid, dass ich die Musik ausgeschalten habe. Aber es ist ja auch eigentlich Zeit für die Musikausgabe. Ja, meine Freunde. Und jetzt muss ich auch hier kurz, das sieht ich alles gerade nicht. Das ist eigentlich super hier bei OBS. Zack, runtergedreht. Dann hört man auch hier das Rauschen von meinem externen, also zweiten Mikrofon-Gedöns. Irgendwas in der Art. Blablabla. Und so weiter. Ja, meine Freunde. Open End mit irgendeiner mal. Also Open End vielleicht nicht, weil natürlich hier jetzt gerade das Ding anhaben. Was wollte ich gerade schauen? Was wollte ich jetzt nachschauen, Depp, dumm Depp? Fuck, was wollte ich nachschauen? Sorry, aber den Ausdruck, aber irgendwie bin ich heute ein bisschen verpeilt. Nur ein bisschen, muss ich zugeben, nur ein bisschen. Ja, irgendwie ist heute überall der Wurm drin. Internet spackt heute rum. Obwohl ich jetzt wieder konstante Bits-Upload-Datenraten habe, aber irgendwie, manchmal habe ich. Warte mal, es war mal so, ich habe den Internetstecker, den LAN-Stecker irgendwie rausgezogen und da reingezogen, also Speedtest gemacht, dann war es irgendwie 1 Mbit Download und 1 ab. Ich habe keine Ahnung wieso. Frag der Hund warum. Also habe ich das Musik ausgemacht, aber na gut. Und so und tralala, aber na gut. Und jetzt, meine Freunde, weil es ihr seid und ich auch hier bin, wenn wir umschalten, und es ist ja gerade hier, hier seht ihr gerade VSCOM, also mit dem Aufnehmen und Fortsetzen, blablabla. Musst ihr pausieren, denn es geht nicht anders. Man kann das hier nicht irgendwie pausieren, ansonsten würde ich mich gerne über was freuen, wenn ihr das wisst. Aber ich habe es nicht rausgefunden. Da hier habe ich einfach auf Fortfahren gedrückt und so, blablabla. Und nun beginnt ein Live-Let's Play. Was steht im Chat? Ach, ist durchgescrollt, naja. So. Dann eben Start, meine Freunde. Jetzt wird getrieben und gesieben. Ja. So. Kann ich das noch umbenennen? Nee, geht nicht. Aber na gut, so. Wieder ein neues Let's Play, das wir anfangen und in die Geschichte gehen werden. So, meine Freunde. Ich muss kurz noch was machen hier. Ansonsten vergesse ich eventuell sogar die Zeit. Das ist ganz wichtig. Die Zeit darf man nie vergessen bei so einem Projekt. Und nun geht's los. Hallo und herzlich willkommen zurück hier. So. Schön die Musik. Aha. Oh. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen
Let's play! Tief in der Karibik! Die Insel Mele. The Secret of Monkey Island! Meine Freunde, das hat alle gewartet. Wir müssen noch was machen hier, das ist extrem beknackt hier. Ja, Monkey Island, meine Freunde, das geht ab hier. So, zack, wieder kurz hier hin. Monkey Island. Ja, ein Spiel, das Geschichte geschrieben hat und immer noch Geschichte schreiben wird. Ach, schön ist das. Eine alte Geschichte, die von irgendjemandem produziert worden ist. Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Project der Doofen. Nein, der Doofen ist natürlich nicht, aber es wird hier was kommen. Und ich denke mal, nicht so schnell und nicht so dolle, aber... So, sorry für dich im Livestream. So. Hallo, mein Name ist Guybrush Threepwood und ich will Pirat werden. Pirat? Schleiche da rum? So. Ah, nun Threepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Ach so, also du willst Pirat werden. Siehst aber eher wie ein Buchhalter aus. Aber wenn das mit der Piraterie wirklich ernst gemeint war, sprich mit dem Anführer. Du findest sie unten in der Scumbar. Ey, danke, das will ich gleich tun. Auf Wiedersehen. Ich gehe und suche mein Glück. Viel Glück, mein Herr, viel Glück. Wo sind nochmal diese Piratenanführer? In der Scumbar. Genau, danke. Und weiter geht's. Part 1. The Three Tries. Erster Teil. Die drei Prüfungen. Ob es bestehen werden. Oha. Das weiß kein Mensch. In einer pixeligen Welt. Zusammen mit jemandem, dessen Namen wir nicht nennen dürfen. Ja, sind. Können wir schon pappen hier? Okay, also wir sind hier der Herr Threepwood und wir haben hier geben, öffnen, schauen, benutzen, schließen, drücken, nehmen, nimm, rede, ziehe. Wie im Titel Klassiker der 90er Jahre, alte Spiele, haben wir was ausgesucht, The Secret of Monkey Island. Und das ist doch ein wirklich guter Klassiker. Ja, und meine Freunde auf YouTube, jetzt sind wir im Spiel und ich glaube wir müssen hier... Ich höre schon was, hä? Irgendwo hier muss doch was geben. Können wir hier schauen? Schau Plakat an. Wählen Sie Governor Morley. Es gibt nur einen Kandidaten, also fällt die Wahl nicht schwer. Ja, ist ja super. Die nur ein Kandidat, das ist natürlich ein bisschen schade heute. Aber was will man machen, meine Freunde? Was will man tun? Ein Kandidat, da gibt's nichts Besseres zu tun, als nichts mehr zu tun. Meine Freunde, da ist einfach der Hosen, die Hosenschlitze durch. Ja. Und können wir hier, was ist überhaupt? Schauen. Hier, können wir irgendwas schauen? Nee, ich will nicht, geh zu. Ich will. Schau an, schau Plakate, haben wir schon gemacht. Können wir hier was geben? Können wir ja. Oh, was ist denn das hier? Wieso ist das blau hier? Wieso ist das blau? Können wir hier nicht irgendwie zurück oder so? Schau an Klippen. Was gibt's denn hier zu sehen? Klippen. Ich sehe nichts Besonderes. Und kommt er wieder zurück, oder was? Benutze Klippen. Das klappt so nicht. Verdammte Scheiße. Ach so. Das tönt ziemlich komisch, muss ich zugeben. Rede mit dem Versperr. Ich höre hier, gibt es heute... Was? Ich hörte, hier gibt...
gibt es heute Freibier. Ich würde gerne das Freibier. Huch! Du hast mich zu Tode erschreckt, mein Kumpel. Ich dachte, du wärst ein... vergiss es. Wie war noch mein Name? Denn mich, Ismail. Na gut, Ismail. Ich zieh doch wieder los und such mal Glück. Wieso hört, wieso tut es hier verkackt komisch hier? Irgendwie ist es dämlich. Ist die Musik da unten ein bisschen anders oder? Zum Glück. Schön die Musik. Na dann, ich glaube gehen dann weiter hier. Tja. Ach, ist ja schön. Können wir eigentlich mal kurz reden mit Mond geht nicht. Schaue zum Mond in den Sandstrand geht auch nicht. Ist ein bisschen blöde. Was wir halt tun hier, da gehen wir weiter. Geh mal so. Hier hin. Hier sind wir schon S. S. Was kann da noch sein? Scum. Bah. Scum. Bah. Ja, Scum. Bah. Klingt gut. Ist gut. Okay. Und dann können wir hier noch irgendwie weiter hingehen. Weitergehen. Geht zum Torbogen. Was ist denn da los? Der Herr. Geht zum Bürger von Mele. Ich denke, wir sollen zuerst in die Scamba gehen. Und da los. Was haben wir hier so Schönes? Jo. Ich glaube, wir gehen hier zur Tür. Und öffnen die Tür. Halleluja! Ohoho. Die Piraten. Wir schauen auch mal die Piraten hier oben an. Ne, holle Mighty am Start, hä? Man weiß halt, wie man feiert. Ja, ist ja eigentlich auch scheißegal. Wir reden. Der Herr Koch. Geht zum Hund. Können wir mit dem Herr Hund reden? Wuff! Wuff! Arwuff! Wuff, wuff, arwuff! Warwuff, Mele Islands! Arwuff, wuff! Le Chuck! Agrrr! Worf! Worf, worf! Finde ich super. Ist eigentlich mal super gedacht, aber. Naja. So, ich glaube, den Witz. Irgendwann mal hier oben ein bisschen Schwurbelig im Kopf. Irgendwann mal wird es denn wirklich trümmelig und kann nicht mehr aufstehen. Ich würde es nicht eine Sekunde aushalten. Können wir den anschauen? Wir schauen einmal Piraten an. Hey, was willst du bei mir? Schönes Glasauge. Sehr schönes Glasauge. Ich würde mich gerne vorstellen. Ich heiße Guybrush. Ja, na und? Sagt Ihnen der Name LeChuck etwas? LeChuck? Das ist der Kerl, der die Gouverneurin zum Abendessen besuchte und nie wieder gehen wollte. Er hat sich total verknallt, aber sie meint nur, er sollte tot umfallen. Das hat er dann auch getan. Danach wurde das Ganze ziemlich ungemütlich. Okay, zu einem Essen verabredet und danach einfach tot umgefallen. Bitte sehr, das ist super, tolle. Danke sehr, mein Freund, das ist exzellent. Daumen oben.
Das ist ein bisschen komisch. Ladst du eine Frau zum Essen ein oder der Mann kommt zu einem Essen von einer Frau und dann ist er plötzlich tot? Nein, ja, ich bin nicht so der Fan davon, aber ich lass mich nicht beirren. Naja, so ist es eben und so wird es eben sein. Ja. Und ich will noch mal kurz testen hier. Tarski? Nee, das muss hier nicht sein. Das ist ja nichts. Na gut, ich dachte hier, mit dem Spiel würde mein CPU ein bisschen Belastung kriegen, aber ist nicht so. Naja, ist auch gut so. Jetzt glaube ich irgendwie auf 10% mit zweimal Aufnahme und einmal Spiel. Also hier drei Sachen hier so in der Bandbreite rumgedreht. So, also, was ist denn so, was sind so Fürstlich an diesem LeChuck? LeChuck war ein grausamer Pirat. Er versuchte die Gouverneurin zu beeindrucken, indem er losgelegte, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Ach, lustig, aber dann kam ein Sturm, besenkte ein Schiff und ließ keinen Überlebenden zurück. Alle dachten, es sei das Ende des schrecklichen LeChucks gewesen. Aber wir hatten Unrecht. Also, jemand kommt in einen Sturm. Und dann fällt der Herr um. Oder, ja, kommt ein Sturm, macht irgendwie dran und dann eben... Ich hab keine Ahnung, wie funktioniert's eigentlich? Wie funktioniert das Ding? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall sind gute Dinge. Wie kann jemand einen Sturm überleben? So wirklich ein Tornado, also eine Wasserhose ist da eigentlich im Raum gesagt, eine Wasserhose so bilde. Und daher weiß ich eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Es ist eher gesagt ein bisschen komisch, wenn eine Wasserhose dann wupps und weg sind wir. Naja, was ist denn passiert? Er segelt immer noch in den Gewässer dieser Gegend. Sein Geisterschiff terrorisiert die See. Deswegen sitzen wir alle hier unten nicht auf unseren Schiffen. Entschuldige, aber ich suche das Dartbrett. Dartbrett? Das haben wir hier nicht mehr. Hat LeChuck was eigentlich eingesagt? Es gab einen schrecklichen Unfall. Trinken, Pfeile gehören nicht zusammen. Kann ich mir vorstellen, das gehört wirklich nicht zusammen, meine Freunde. Trinken und dann noch was Spitzes. Naja. Woher kriege ich denn hier einen Drink? Ein Drink? Du könntest warten, bis der Koch vorbeikommt. Aber das könnte den ganzen Tag dauern. Naja, such dir einen Krug und schleich dich in die Küche. Das machen alle hier so. Hör mal, das ganze LeChuck-Geschichte hat mich ziemlich mitgenommen. Mann, ist hier alles, wenn es nicht so ausmacht. Achso, naja. Ach, ist einfach nur der Pirat hier, also beschäftigt und können wir mit ihnen hier reden? Den Piraten? Ich glaube nicht, dass sie ihn aufwecken sollen. Achso, die schlafen hier. Ja, sorry, wenn die schlafen, kann ich nichts dafür. Nichts. Okay, der pennt auch und. Hier hinten? Ich störe euch lieber nicht. Die Hände tippen links zu. Und der Herr links? Ahoi, Fremder, neuner Stadt? Mein Name ist Guybrush Threepwood. Ich bin neu hier. Guybrush Threepwood? Hahaha. Das ist der bescheuerste Name, den ich je gehört habe. Naja, ich mag den Namen. Aber das ist doch kein richtiger Name, oder? Mann, meine Stimme geht hier langsam flöten. Oh, ich nehme nur seit einer Viertelstunde auf. Also jetzt, so im... nicht im Stream. Der Stream läuft schon knapp 40, aber na gut. Nun, wie heißt du? Mein Name ist Mengkop Seabob. Was treibt dich nach Mealy Island? Ich will Pirat werden. Oh, wirklich? Du solltest dich mit dem schrecklichen, wichtigen Piraten im nächsten Zimmer reden.
oft die hören die meisten hier. Die sagen dir, wohin du gehen sollst und was du tun musst. Hoppla, ich glaube, mein Grog geht zu Neige. Also entschuldige mich bitte. War nett mit dir zu plaudern. Viel Spaß auf Melee Island, TM. Ja, ich habe ziemlich viel zu sehen. Die Piraten hier hinten? Ahoi! Ask me about Loom. Ja, sehr schön. Ask me about Loom. Oder du? Man weiß es ja nicht so ganz. Ahoi, du selbst, mein Freund. Ahoi! Mit der Hut! Ahoi! Okay, dann erzähl mal was über Loom. Du meinst das letzte Meisterwerk der Erzählung zu uns von Lucasfilms, Brian Moriarty? Ein unglaubliches Adventure mit einer magischen Benutzeroberfläche, verblüffende 3D-Grafiken, klassischer Musik und Soundeffekten. Nicht zu vergessen die detaillierte Animation und die Special-Effekte. Sowie die einfache Bedienung und die deutsche Übersetzung. Schnell, bevor jemand zuvorkommt. Kauf dein Loom noch heute! Ich glaub's nicht, meine Freundin draußen. Irgendwie ist was schief gelaufen. Irgendwie ist bei denen ein bisschen die Sicherung durchgedreht und haben hier Loom. Naja, das war vor Monkey Island natürlich ein Spiel aus dem Hause. Ja, und nun meine Freunde auf YouTube. Es war schön hier. Mit der Anfangspart von The Secret of Monkey Island. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaut rein, bis dann, tschüss und bis bald. Naja, und nun... meine Freunde? Na, hallo. Ah, auch schon hier. So, kurz eine Pause. Und nun, warte mal kurz, Musik kommt gleich, So. Bisschen, 2-3 Minuten Pause. Weil ist und so und muss auch sein. So, habt ihr auch schon was erlebt heute? Naja, ist lange heute. Wenn du mal pinkeln gehen musst, dann ist heute die Zeit. 2 Minuten. Und dann ist wieder weiter hier. Also bei diesem Spiel ist meine Stimme schon richtig am Arsch. Muss ich zugeben, das Spiel fordert einem richtig. Mit Stimme und so, alles hier, das krasselt schon. Sollte da mal in einer nächsten Pinkelpause eventuell sogar noch was zu trinken holen oder so. Wäre auch wirklich empfehlenswert bei diesem Spiel. Und man kann nicht immer alles haben. Naja. So, mal schauen, was hier abgeht heute. Oh, aber Internet schon offen. Ich sollte, glaub mal, wenn wir hier schon dran sind, meine Freunde, das auf YouTube hochladen, sollte ich auch copyright-freie Musik hören. Ich weiß nicht, ob das Copyright war. Ansonsten wird es ja überarbeitet, aber ich gehe jetzt hier der Sache mal auf den Grund und werde hier mal richtige Musik besorgen, die ich auch einwandfrei anhören kann. So, wenn es euch nicht ausmacht, komm, lade du Arsch. Du nicht so.
Oh, Chris White, HD. Hallo, meine Freunde. Hallo, mein Freund. Ja, wir sind gerade in der Pinkelpause. Also, wenn du hier nicht willst, dann schreib in die Kommentare. Pinkelpause will ich nicht. Und dann geht's weiter. Ansonsten machen wir, also, ich habe gerade, wenn du gerade nicht dabei bist oder wenn du das vorhin gesehen hast, ich mache hier ein Live-Let's Play. Also, von einem Spiel, das du dann gleich sehen wirst. Und wir haben sozusagen Live-Let's Play, also Aufnahme, wird dann auf YouTube kommen, separat. Und das hier auch noch auf YouTube oder irgendeiner Plattform. Und ich muss noch schauen, ob ich das hochladen werde. Dann aus Nachschaue, wenn du nicht den ganzen Livestream geguckt hast. Denn ich bin noch nicht mehr, ich bin noch so ein kleiner Wurst hier. Na, alles klar. Ja, sehr schön, danke. Alles klar, tupi tipi toppi, tralala. Und du siehst auch hier unten, das Ding hier eingeblendet. Jetzt, wenn du alles schreibst, wird auch hier aufgezeichnet. Hast du gesehen? Sehr schön. Alles klar, alles tutti frutti, sehr schön. Und ich denke mal, wenn du ja schon hier bist, will ich auch gleich weiterfahren. Der erste Part vom Let's Play kannst du auch natürlich nachschauen. Ich glaube dann in 2-3 Wochen. Ja, danke sehr. Es ist wirklich sehr wahr. Also ich finde es auch, aber na gut. Ich denke, wir gehen mit dem Let's Play weiter. Wir schalten um. Jetzt. So, hast du gesehen? Wie heißt die Musik? Ist natürlich sehr wichtig. Die ist von No Copyrights. Einfach auf YouTube eingeben. Und da findest du ganz viele. Ich glaube, das heißt gerade Alex, Skindrow and Stahl. Nur mal so Informationen. Und nun werden wir weitergehen. Ich habe schon gestartet mit dem Live-Let's Play. Jo. Auch wie es unten steht hier. Live-Let's Play, bla bla bla. Also gut. So. Na. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück. Oh, die muss ich mal hier entfernen. So, wir sind hier zurück in einem wunderschönen Spiel namens irgendwas. Ich muss da kurz hier einstecken. Also jetzt kurz hier so. Kann ich sie oben hinpacken? So, also meine Freunde auf YouTube, jetzt geht's weiter. Chris White HD. Wir gehen weiter. So, also, letzte Episode, in der ersten Episode haben wir hier ein bisschen erkundet, was das Siegelfond gar nicht überhaupt ist. Wir haben zumindest erkundet, wir haben mit dem alten Guru geredet und tralala. Und somit, haben wir hier den Ast gebaut, Loom. Und das Schild hier ist so da, oder ist einfach da, weil es, naja, vorhin, oder das Produkt vor der Secret of Monkey Island Loom hieß und jetzt die haben einfach Schleichwerbung hin reingepackt. Aber gut, wir fragen uns nicht weiter. Das war jetzt aber wirklich genug. Entschuldige, bei einigen Themen geht es mit mir durch. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Man nennt mich diese Plaudern. Ahoi! Der Typ sagt irgendwie immer Ahoi. Und wir sind hier wieder in der Scamba. Scamba heißt sie, weil sie Scamba hat. Ja. Scamba. Naja. Ich habe keine Ahnung, was der Sinn hier eigentlich im Spiel ist. Also, wir müssen draufklären. Wir müssen Pirat werden. Das weiß ich. Wir müssen Pirat werden, meine Freunde. Pirat müssen wir werden. Können wir mit den Herren hier drinnen reden? Oder wie ist das hier? Mit dem. Warte mal. Wir reden hier mal mit dem Hund noch einmal. Wie in der letzten Episode. Und fragen ihn noch Besseres. Grrr. Ruff. 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 Wuff, wuff, arr, wuff. Wuff, Melee Island. Melee Island, arr, wuff. Lechuck. Oh. Jip, jip, jip. Hallo Koch. Ich will hier. Genau, hier. Geh zu den schrecklich wichtigen Piraten. Und wir sollen jetzt mit denen reden, oder was? Was willst du, Bursche? Ja, ich will alle töten, dann sind wir auch alle tot. Dann bist du und ich tot. Oh. Naja. Ich glaube, wir haben eine Connection. Naja, so, wir werden jetzt weitergehen. Ich werde euch alle töten. Oder ich will Pirat werden? Das ist die Frage.
Ich will Feuermann werden. Ich will Feuermann werden. Feuermann. Hau ab, Bursche, du störst. Oh. Schade. Was willst du, Bursche? Ich will alle töten. Hau ab, Bursche, du störst. Ich will euch töten. Da kann ich nicht stören. Blödkopf. Naja. Was willst du, Bursche? Pirat will ich werden. Na und? Warum uns belästigen? Vergesst nicht, wegen dieses LeChuck-Geschichte können wir etwas Hilfe gebrauchen. Wieso? Kein Pirat bedeutet keine Beute. Keine Beute bedeutet kein Grog. Und dieser Grog geht uns langsam aus. Ich kann 10 Minuten lang... Was warten hier? Nun. Na gut, aber man wird hier nicht einfach Pirat, weil man danach fragt. Du musst durch. Die drei Prüfungen. Was sind die drei Prüfungen? Es gibt drei Dinge, die jeder Pirat beherrschen muss. Du musst lernen zu fechten, die Kunst des Diebstahls anwenden und dich auf die Suche begeben. Was? Wie was? Schatzsuche, Alter im Kopf. Richtig. Du musst dich in jedem Fachgebiet beweisen. Feuchtkampf, Diebstahl und Schatzsuche. Und jeweils mit einem Beweisstück zu uns kommen. Oh. Und krok, 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 krok. Naja. Chris, HD. Die Musik, die ich voll abgespielt habe. WhatsApp. Ich weiß es doch. Die heißt, wenn du einfach auf YouTube No Copyright suchst, dann hast du das Ding. Also, heißt No Copyright. Oder wenn man es hier mal in die Kamera halten könnte. Wow, wird ausgeblendet. Geil. Ja, ich weiß, dass du es bist, mein Freund. Ein NCS oder so in der Art. Sollte eigentlich hinkommen, aber ich weiß nicht gerade, wenn du dann zufrieden bist, dann eben somit. Gibt's ganz viele No-Copyrights, Musik und tralala. Naja. Und erzählt mir mehr über die Fechterei. Zuerst brauchst du ein Schwert. Dann musst du Schwertmeister finden und besiegen. Wenn man in der Stadt wird dir den Weg zeigen können. Naja, okay. Oh, du sollst vielleicht vorher mit jemandem trainieren. Haha, stell dir vor, ohne Training gehen, den Schwertmeister anzutreten. Okay, fechten, wir müssen mit irgendjemandem reden. Ich geh da mal wieder. Lass uns mit unserem Koch alleine. Such später, schau später nochmal rein und erzähl uns alles. Na gut. Wir müssen eben mit dem Fechtmeister reden. Hat's inzwischen. Tief unter Monkey Island liegt das Schiff des Geisterpiraten LeChucks in einem Fuß aus Lava vor Anker. Captain LeChuck, es geht doch nicht über einen heißen Höllenwind, der einem hier unter durchs Haar weht. Nein, Captain. Es geht nichts Schöneres. Captain, ich... An einem Tag wie heute ist doch richtig froh, tot zu sein, oder? Oh ja, Captain, froh, tot zu sein. Du bist doch froh, tot zu sein, oder? Oh ja, Captain. Ich bin so froh, dass ich gerade mein Schiff gekapert habe, mich und alle meine Leute ermordet habe. Ja, Captain. So froh. Freut mich zu hören. Nun, weswegen hast du mich gestört? Captain, also sehen Sie, wir haben vielleicht ein Problem auf Melee Island. Problem? Was für ein Problem kann es denn geben? Ich habe diesen Piraten derart von der See eingeschüchtert, dass sie nicht mal ein Bad nehmen. Also,
Es scheint mir da einen neuen Piraten in der Stadt zu geben. Eigentlich nur ein Pirat-Anwärter. Jung. Ohne Erfahrung. Wahrscheinlich muss man sich keine Sorgen machen. Weiß gar nicht, warum sie damit belästigt haben. Ich kümmere mich selber darum. Warte. Ich werde das persönlich regeln, mein Freund. Meine Pläne sind so wichtig, von Amateuren vermasselt zu werden. Jawohl, Captain. Oh. Ja. Schön zu wissen. Wir müssen also jemanden finden, der uns hier was beibringt. Na gut. Ich denke, wohin müssen wir denn gehen? Wir müssen Fechtmeister bringen. Ich glaube, wir gehen dann hier rechts dran. Wir sind schon im ersten Part gegangen, sind durch den Torbogen, meine Freunde. Und fragen den netten Herren hier. Geht zum Bürger von Mili und reden mit dem Herren mal. Reden mit Bürger von Mili. Entschuldigen Sie, haben Sie einen Vetter namens Sven? Was? Was ist das? Ist es eine Art Code? Natürlich ist es ein Code, du Idiot. Vergiss es. Gute Nacht. Reden. Entschuldigen Sie, aber haben... Oh, du bist es wieder. Ich bin nur eine Karte, mein Freund. Und Retter der Not. Psst. Ganz leise. Diese dumme Sheriffe können in der Nähe sein. Also dann. Rede über das Geschäft. Wisst ihr eine Karte? Zeigt den Weg, verlorenen Schatz von Monkey Island. Okay. Es gibt nur eine einzige. Wertvoll. Sehr wertvoll. Für dich nur 100 Goldstücke. Nein, danke. Ich hab nicht genug Gold. Oder Geld. Na dann zwischen. Ab, zisch ab. Da behältst schlechte Karten. Na dann. Das ist also der Dealer von nebenan oder so. Tun wir hier rein oder wie? Geh zur Tür. Können wir die öffnen, die Tür? Oh. Strange aber auch. Wir öffnen den Korb. Nein, danke. Irgendwas springt dann raus und beißt mich. Und können wir da... Endlich bin ich nicht so scharf darauf, da reinzugucken. Vielleicht sind giftige Schlangen darin. Ja, jedem Sortiment geht sie ab. Voodoo-Schnickschnack. Können wir da schauen? Machen Sie ein Glas mit Fledermauskot. Eine Schachtel mit Gräten sortiert. Ein Streuer mit Affenschuppen. Und ein paar Katzenknöchel. Oh, Katzenknöchel. Wie barbarisch. Barbarisch? Nee. Ist ja alles gut. Naja. Und hier? Nee, ich will schauen. Armes kleines Ding. Was immer es auch war. Achso. Das hier zur Statue? Können wir mal schauen? Nein, danke. Ich fasse dieses Voodoo-Zeugs lieber nicht an. Na gut, dann gehen wir in die Tür, öffnen und raus. Oh. Kommen wir da hindurch. Und die öffnen. Ist das so zu sehr... Ist das Pirat oder was? Schau doch mal die Uhr an, oder wie? 10 Uhr! Und es wird schon noch lange 10 Uhr sein. Geh zu der Tür. Können wir die öffnen?
Okay, es ist sozusagen ein Labyrinth. Was da? Hey, komm, überall, immer wieder. Um 10 Uhr abends kommen immer noch Leute rein und schauen hier rum, oder was? Ist ja strange. Was haben wir hier? Schönes. Geh zu. Können wir die öffnen oder ist die zu? Dann ist sie eben zu. Geh zu Männer ohne Moral. Piraten. Ach so. Männer ohne Moral, Piraten. Na ja, natürlich. Reden. Hey, nette Ratte. Magst du Ratten? Ja, ich liebe Ratte. Ratten sind sehr intelligente Wesen. Zum Beispiel intelligenter als Fred hier. Ja, man erzählt sich hier sogar die Geschichte, dass eine Truppe Ratten ein Schiff von Monkey Island hierher gesegelt hat. Nein, so stimmt das nicht. In Wirklichkeit war es eine Herde Affen. Okay, Affen? Strange. Affen? Die wollen doch verarschen. Affen irgendwie hier rum. Ist doch strange. Na gut, dann eben Affen, aber... Muss es wirklich sein? Affen hier mit einem... Okay, ich sage nichts dazu. Das ist ja fantastisch. Aber klar. Als sie hier ankamen, haben sie das Schiff für einen guten Preis verkauft. Das war das einzige Mal, dass Stan bei einem Handel den Kürzeren gezogen hat. Ich bin mir sicher, es waren Ratten. Ratten. Blutrünstige Ratten. Naja, so blutrünstig müssten sie ja nicht sein. Denn wir sind ja hier irgendwie auch verwandt. Verwandt? Ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber natürlich, natürlich. Wir haben alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt und nur wir sind hier alleine auf der ganzen Insel. Wie das irgendwie kam, ich habe keine Ahnung, aber sind wir eins von Deppen und Dummdeppen umgeben? Kann das sein? Oder kann das kann sogar sehr gut sein. Sehr gut sein, also von Dummdeppen hier. Ach du Scheiße, naja. Müssen wir anders zustande kommen oder so, aber... Na gut. Kennt ihr Jungs diesen seltsamen Kerl dort auf der anderen Straßenseite? Denke schon, aber es müsste ja was anderes gewesen sein. Willst du eine Karte kaufen? Unsere Karten sind Top-Qualität, nicht wie die das Papier der Clown da drüben anbietet. Bieten hier alle Karten an? Nein, das war nur ein Witz. Dies sind in Wirklichkeit Kopien der Tagesordnung des letzten Treffens der Piratengewerkschaft. Das wollen die Leute nicht mal als geschenkt. Oh. Bonk! Willst du eine? Nein, aber wenn ihr mir 2 Goldstücke geben würdet. Gut, das klingt fair. Ich gehe dann wieder. Jetzt haben wir 2 Goldstücke bekommen. Schau, ich habe 2 Goldstücke. Können wir das anschauen? Tagesordnung, jede Menge Schreibfehler. Denke ich mir auf jeden Fall, dass es Schreibfehler hat. Okay, jede Menge Schreibfehler. Kommt schon wieder jemand an. So, wir haben 2 Goldstücke. Reden. Oder geben. Das können wir nicht geben, hä? Na gut, dann gebe ich hier weiter. Es ist irgendwie strange. Und dann kommen wir nicht weiter. Können wir durch den Torbogen gehen? Vielleicht wird da was auf uns warten. Oh. Ist das schön ruhig hier, muss ich zugeben. Hey, du! Komm mal her! Wohin denn? Komm mal hier rein. Öffnen. Hallo, du Grünschnabel! Oh. Hier wird man aber sehr freundlich, ja. Empfangen.
Sehr, sehr freundlich. Muss ich zugeben, alles tipptopp freundlich. Wie man sich im Bilderbuch wünscht. Natürlich. So, wir reden an den Herren. Gemischwarenhändler. Reden. Was wissen du? Ich sehe mich mal nur um. Schwertmeister hier. Wo ist der Herr? Der Schwertmeister von Mille Island? Ich weiß nicht. Das glaube ich, niemand kennt ihr Geheimversteck. Niemand außer mir. Ich müsste kurz hingehen und sie fragen, ob ich den Weg zeigen darf. Ich glaube, ich könnte den ganzen Weg bis dahin wandern. Einmal. Bin gleich wieder da. Und fass ja nichts an. Natürlich fassen wir gerade an. Schau ein Schild. Verbindung Glocke läuten. Benutze Glocke. Das habe ich doch immer. Ich bin kaum 2 Sekunden weg. Und dann Theke und schon benutze ich irgendwie gleich die Glocke. Übrigens, der Schwertmeister meint, du könntest es dir abschminken. Was bist du denn? Ich suche den Schwert. Ich sehe mich mal kurz um. Also. Wie du willst. Öffne den Safe. Können wir das dürfen? War das aber recht genau geblind. Er ist verschlossen. Mach schon, kauf irgendwas. Ja, wie denn? Geh zu Schwert. Ist ein Schwert hier? Mach schon, ja, kauf irgendwas. Haben wir schon lange gesehen. Schaue Schwert. Slash Master, wenn es sein Schwert so scharf, wie ihr verstanden wollen. Können wir das nehmen? Schwert. So. Danke, Sir. Nö. Öffnen. Und gehen. Was bezahlen? Ja, ich denke schon. Wegen diesem Schwert. Was ist damit? Wie viel es kostet? 100 Goldstücke. Das ist aber wieder sehr teuer. Nimm's oder nimm's nicht. Ich hab nicht genug Gold. Dachte ich's mir. Bitte Scheiße. Wie willst du denn noch meine Zeit verschwenden? Naja. Okay, hier, das ist keine Boutique hier. Mach was schneller. Na gut, wir haben 2 Goldstücke bis jetzt. Psst. Wohin sollen wir denn gehen? Hier hinten, oder was? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? In so einer verlassenen, dunklen Gasse könnte jemand etwas zustoßen. Und in dieser nachschlafenden Zeit gäbe es keine Zeugen. Tatsächlich interessant. Na dann, bis bald. Warum hast du so eilig? Wer bist du überhaupt? Ich bin Geiber Schwiewut und wollte gerade gehen. Nur so schnell. Hör zu, Peafoot. Threewood. Geiber Schwiewut. Egal. Hör genau zu. Ich bin hier der Polizeichef. Sieht nicht so aus. Sheriff. Fester, irgendwas. Hör auf, mein Rat. Das ist nicht die beste Zeit, Mille Island zu besuchen. Eine sehr schlechte Zeit sogar. Ich rate dir dringend, einen anderen Urlaubsort aufzusuchen. Einen sicheren Ort. Junge, fühle ich mich jetzt besser, weil der Mann des Gesetzes über die Stadt wacht. Puh, das sieht man nicht alle Tage hier. Können wir, was ist überhaupt, schauen hier unten oder was? Nee. Öffnen. Find's ein bisschen schade, dass hier keine Musik ist. Öffne. Geh zu Schild. Was steht denn da drüber? Was steht da? Schau, Schild. Was steht denn da dran? Nichts, nicht Hollywood. Steht nichts da. Ist doch beschissen.
Jo. Ich hab doch den Link schon gemacht. Oh, ey, meine Fresse hier. Na klar, meine Freunde, es ist vorbei und auf YouTube natürlich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Haut rein, tschüss, das war's. Wir sehen uns. So, meine Freunde, auf Twitch. Wir schalten kurz wieder. Jo. Und nun Musik ab. Oh. Wo ist denn hier? Hä? Du. Ah, wieder Stimme entweichen hier. Es ist ja enorm kacke. Ja, was alles nicht so gibt, hä? Alte Spiele, alte Gewohnheiten, neue Sitten. Ja, ich selbst bin natürlich nicht in dieser Zeit aufgewachsen. Aber ich denke, es wird sich sicher gut tun. Wir haben einen richtigen Link hier, den ich hier habe, auf den ich rumschicke. Wäre natürlich super, wenn es hier richtigen Link wäre. Ist der richtige Link. Sorry für das, aber Musik wieder an. Ja, die Welt ist ein gutes Relikt und die Zeit geht immer schneller voran. Die Zeit, das ist enorm, wie schnell die Zeit vorbeigeht, meine Freunde. Kurz war ich noch in der Jugend und jetzt bin ich schon im Weltalter. Keine Ahnung, wohin es noch geht heute. Es ist enorm. Alles gut, die Welt ist so super. In der heutigen Zeit haben wir auch wieder das Problem, dass die Welt an sich oder die Welt, in der man lebt, oder nicht die Welt, sondern das Land, in dem man lebt, irgendwie so gut dran ist, dass man es eigentlich gar nicht verbessern kann oder sich gar nicht andere Sachen wünscht. Es ist nun mal so. Jeden Samstag 19:30. So. Und die ganz doofen. Sollte ja auch funktionieren. Oh. Oh. What the fuck? Schön für dich, Video wieder morgen früh. Naja, oh, jetzt geht's aber durch. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Ich bin wieder ganz verpeilt irgendwo rum. Muss hier schreiben und tralala. Es ist heute Zoom und es ist immer online. Immer online. Das
Ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich kein Handy, glaube ich, vier Wochen lang oder sowas. Und da war so gechillt, meine Freunde, das war so geil. Nichts los, nada, nia, rente. Ah. Für Minecraft. So. Puh, langsam ist hier wirklich ja, ein bisschen gut aufgekommen. Es ist erst 20 Uhr, 21 Uhr? Ich dachte, es wäre schon viel später. Aber es kann auch liegen, dass ich hier ein bisschen heute schon lang wach bin, meine Freunde. Ich bin heute schon sehr viel gemacht. Oh. Ja, ich habe heute schon Hecken gemäht, also getrimmt und tralala. Gewischt, gemacht, getan, geploppt. Sehr viel. Ja. Und jetzt Musikende oder kommt noch irgendwas Neues? Ich denke, wir gehen auch wieder weiter ins Let's Play, beziehungsweise in den Aufnahmeteilen oder eben ins Spiel rein dann. Weil, ihr wisst es alle, es ist nichts, wie es sein sollte oder sein ist. Wir nehmen jetzt schon 1,2 Stunden auf. Heilige Makrele, das geht, die Zeit geht so schnell vorbei. Habe ich immer die gleiche Musik an oder ist es nur so gewische Wasche hier? Ja, ist doof, Bob. Nee, nicht Hardstyle, Melody Club Tips, weil ich brauche hier so viel. Seid alle zurück, meine Freunde? Alle zurück? Na, dann geht's weiter. Ah, wie schön, oder? Wieder Musik. Meine Freunde, ich denke, die Welt lässt uns nicht alleine. Wir spielen weiter. Und somit auch das Ganze hier wieder von vorne. Yeah. Oh ja, so. Ton aus. Musik runtergedreht, damit hier nichts passiert. Blablabla. Hier hingezogen. Und nun Spiele starten. Dann geht's jetzt hier rein und die Nummer 3 wird gedrückt. Dann sehen wir hier schon. Und nun wird nur noch. What the fuck? Hä? Meine Freunde? Strange. Bin ich jetzt blöde? Fernbedienung? Hallo? Hab ich gerade die Fernbedienung geschluckt? Bin doof. Ich hab die gerade noch in der Hand. Strange. Hab ich hier rumgeschoben oder was? Ah, ich doofkopf. Immer wieder. Hier ist das Ding. Ist einfach unter der Tastatur gelegen. Naja, so. Hallöchen. So. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Secret of Monkey Island und wie ihr schon hört, gibt's hier keine Musik. Und wir sind hier im Spiel der Spiele. Eines der besten überhaupt, muss ich zugeben. Und wir haben hier wieder mal schauen Schild an. Nur für Angestellte. Sind wir Angestellte? Sind wir das? Sind wir Angestellte, meine Freunde? Ich denke schon. Aber... Öffne. Öffne Schild. Das geht nicht. Auf. Und die Tür. Auch nicht. Gehen wir weiter. Ist zu. Okay. Können wir hier schauen. Schau an.
Schau das Poster an. Wäre noch was. Ein Zirkus. Ich liebe Zirkusse. Na dann. Und können wir die Tür hier öffnen, der Kirche oder was ist das? Ja, ist super, muss ich zugeben, meine Freunde. Ist nicht zu laut. Nein, nein, nein. Oha. Und dann? Ich glaube, wir werden hier langsam betäubt von dieser schönen Klänge der Musik. Ich komme immer welche Mails. Strange. Ja, die Musik ist heute ein bisschen laut, auf jeden Fall auf den Ohren. Es ist extremst laut. Heilige Scheiße. Schauen wir uns mal hier uns um. Wir können nichts anschauen, ist ja blöde. Öffnen, können wir denn irgendwas öffnen? Ausgang, nee, will ich nicht. Kommen wir nicht irgendwo hin? Ist ja wirklich nur Musik und sonst nichts. Ist auch blöde. Und ist gerade ganz still. Es ist ein bisschen blöd gemacht, aber ich finde das Spiel eigentlich super. Den Durchgang betreten. Gefangener und eine Zelle mit einer Ratte drin. Die Ratte hat sich wahrscheinlich ein Boot geklaut oder ein Schiff, irgendwas in der Art. Kann ja sein. Kann sein. Es kann sein. So. Wir schauen mal in die Zelle. Die ist verschlossen. Und öffnen. Die ist verschlossen. Na gut, dann schauen wir eben mal den Gefangenen an. Sieht nervös aus. Aber wir reden mal mit dem Herren, vielleicht wieder was zu sagen. Du musst mich hier rausholen. Ich bin ein Opfer der Gesellschaft. Sorry. Hey, jeden Fall ist es schwer, seinen Atem frisch zu halten, wenn es außer Rand und Band geht. Also, sorry, ich muss mal mit dir reden, sorry. So. Mit Atemtod plaudern? Nein, danke. Ach, wegen Atmen hat er sich einen Kreislaufkollaps geholt. Nein, keine Ahnung wieso, aber ansonsten ist hier nichts, oder wie? Ist hier alles, was hier drin ist? Fackeln? Können wir die nicht anschauen? Schau an Zelle. Wenn die offen ist, dann lag ich. Ach, verschlossen. Okay, können wir geben das hier an Gefangenen. Ich will nicht außer meiner Freizeit. Und vielleicht eine Pfefferminz. Und wenn wir das Gold hier geben. Ich brauch deine Almosen nicht. Der will nichts von mir? Ist strange. Hat ein Goldstück geklaut. Ja, wir sind großzügig. So, Torbogen. Sind wir wieder ein rundherum gesegelt oder wie? Oh. Haus der Gouverneurin. Oh, was wir da haben? Oha. Geben Geldstück an die Hunde. Tödliche Piranha-Pudel. Die werden es wohl nicht wollen. Schauen die einfach mal an. An den Besten komme ich nicht vorbei. Ist hier hinten irgendwo noch was? Nee. Da.
Können wir nicht hier hinten? Nee, kann nicht weiter. Kann nicht weiter. Okay, wir müssen irgendwas haben, damit er hier durch kann. Es ist ein bisschen komisch. Daher will ich einfach durch und kann ich. Aber, naja, das werden wir schon irgendwie rausfinden, wie wir da durchkommen. Gibt's noch irgendwas? Hier waren wir schon drin, oder? Öffnen. Ja, stimmt. Schon wieder. Können wir dem Goldstück geben, oder wie? Wofür soll das gut sein? Ja, dass du Informationen bringst. Was willst du denn? Können wir für Münz gebrauchen. Stimmt, das sagst du mir? Hier, nimm eins. Bitte. Nimm die ganze Rolle. Das macht ein Goldstück. Was willst du noch? Nichts. Hey, ist keine Boutique. Mach was schneller. Na gut. Ach, gut. Haben wir das? Ein Dollar nur die ganze Rolle? Das ist aber sehr nett. Muss ich zugeben, das wäre heute nicht mal möglich. Aber jetzt haben wir einen Pfefferminz-Skip bekommen. Wraith Master. Für einen Piraten, der auf gepflegter Atem steht. So, wir geben die Pfefferminz an den Gefangenen. Hier, Pfefferminz. Oh, Grokkominz. Wie erfrischend. Danke. Du bist gekommen, mich zu befreien? Wer bist du? Mein Name ist Otis. Zumindest vermute ich das. Ich bin schon lange hier drin. Kann mich kaum erinnern. Du musst mich hier rauslassen, bevor ich den Verstand verliere. Siehst du nicht, dass ich unschuldig bin? Aber warum sitzt du ein Unschuldiger im Gefängnis? Ich wurde reingelegt. Ich hab die Blumen nicht mal angerührt. Was für Blumen, mein Freund? Die gelben kann ich enorme Orchideen. Auch Hund, es ist verboten, sie zu pflücken. Na, wie ist das Essen im Knast? Ach, das Übliche. Grog, trockenen Brot, Ratten, Käfer, Häuse, wenn ich welche fangen kann. Ich habe einen Käsekuchen von meiner Tante Lilly, obwohl sie weiß, dass ich der Koch aus der Bar ist, ein alter Freund und hab zum Schmuck etwas was hier rein. Wie Fleischreste, meistens Füße und Lippen. Manchmal bringt er auch etwas sehr seltsamen Braten. Der kriegt ja alles hier im Gefängnis. Was wollt ihr? Was will er noch? Er kriegt wirklich alles. Was soll er hier noch nicht bekommen? Stranger Typ. Aber na klar. Ist ja ekelhaft. Davon will ich ja nichts mehr hören. Hey, du hast gefragt. Stimmt eigentlich so. Ich habe gefragt und hat höflich geantwortet, aber. Na. Grenzwertig das Ganze. Also, wer wollte ich reinlegen? Ich weiß nicht genau. Es war eine Verschwörung. Es gab eine Art von Piraten, die ich hasse. Die Konspiration. Die Konspiration? Ah, die Konspiration, die Transpiration, irgendwas in der Art. Na klar, Sheriff Scheintop ist ein ziemlicher Trottel, wie? Ja, ich denke schon. Kein Scherz. Fester Scheintop ist der übelste Kerl auf Mealy Island. Glücklicherweise hat ihn der Gouverneur unter Kontrolle. Wir hatten einen fairen, natten Kerl als Sheriff. Doch der ist unter mysteriösen Umständen verstorben. Alle auf der Insel glauben, der neue Sheriff hätte was damit zu tun. Oh, da kommt er. Ich glaube, das reicht, Otis! Hoppla. Oh, jetzt sind wir... Ich hoffe, du hast nicht zu viel Zeit mit dem dreckigen Halunken verwendet. Er würde alles tun, um seine Strafe abzusitzen. Also alles nicht tun, um seine Strafe abzusitzen. Er hat schon ein Goldstück von uns geklaut und eine Münze. Also zwei Goldstücke hat er von uns schon bekommen. Ein kleiner Kerl. Mistkerl. Aber na gut, wir wollen doch nichts tun. Ich glaube, er ist unschuldig. Lass ihn raus. Ich glaube, er ist unschuldig. Lass ihn raus. So geht's auf den meisten. Fremder, kümmere dich um deine eigenen Geschäfte.
Hier entscheide ich, wer unschuldig oder schuldig ist. Entschuldigung. Hör zu, ich weiß nicht, was du vorhast. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es illegal. Also vergiss es lieber. Wo immer noch auf Melee Island hingehst, ich passe auf. Und wenn du eine falsche Bewegung machst, kannst du ein paar Jahre hier drinnen warten. Schmachten. Na, ist das ein Kotzbrocken? Siehst du jetzt, was ich hier ertragen muss? Du gehst besser, bevor du uns beide in Schwierigkeiten bringst. Okay, ich gehe besser, aber wohin? Das ist die Frage. Wohin? Geh zur Tür hinaus. Aber wir müssen immer noch irgendwie bei der Tante vorbeikommen. Oder ist hier was jetzt Neues erschienen? Ist hier was? Oder ist es in der Dings, in der Kirche was? Nö. Nichts Neues. Und den Weg hier hinten durch kommen wir ja auch nicht weiter, oder? Ist Ende und hier hinten geht auch nichts mehr und hier können wir auch nicht rein. Das ist wie eine Sackgasse. Das Ganze ist wie eine Sackgasse. Alles wie eine kacke Sackgasse. Das ist natürlich beschissen. So, und hier rein geht's ja auch nicht. Hier haben wir die Tür geschlossen. Neben Schwert. Oh. Ah. Hab ich dich, kleiner Dieb. Vielleicht würde der Herr es gerne bezahlen. Okay, aber nichts mit den Lippen berühren. Können wir jetzt mal rausgehen? Denke wahrscheinlich ja nicht. Okay. Bezahlen. Geht leider so nicht, aber der Versuch war es wert. Der Versuch zählt. So, können wir jetzt mal das Schwert haben, nach dem Schwertmeister fragen? Hör zu, sie will ich nicht mehr sehen. Klar. Vielleicht könnten sie mich nochmals fragen. Ich glaube, ich könnte da gegen Weg bis dahin wandern. Mal wieder. Gleich wieder da. Und fass ja nichts an. Wir haben schon was angefasst. Öffne Tür. Hä? Du suchst doch eher nach einem. Ich trau nicht mehr, du kleiner Ladendieb. Ich dachte, der wäre jetzt da durch. Der ist halt aber ganz schnell hier. Wegen dem Schwert, ich kann es leider alles nicht bezahlen. Somit, ich spiele es nicht. Besser so, dachte ich es mir. So. Irgendwie müssen wir an das Kackschwert rankommen, aber ich habe keine Ahnung wie. Es ist irgendwie beschissen. Ich will. Was? Ich sehe mich nur um, ich will gehen. So. Wie sollen wir da hinkommen, hä? Das ist die Frage. Das ist the question of life. Zum Torbogen können wir da zurückgehen. So, können wir die Männer ohne Moral, also die Piraten nochmals fragen? Reden mit den Herren. Sag mal, seid ihr Jungs Piraten? Oder nur Verkleidungen? Nein, wir sind eine herumziehende Zirkustruppe. Aber die Ratten hat den Elefanten verjagt. Oh. Halt den Maul, Ulk. Natürlich sind wir Piraten. Solche Klamotten kriegt man nicht von der Stange. Was willst du? Von der Stange kriegt man die sicher, oder? Das ist ja kein Problem, meine Freunde. Was ist in dem Fass? Welches Fass den Achter drauf setzt? Rum. Marmelade. Marmelade, rum. Rum und Marmelade. Ein altes Piratengeheimrezept. Okay, Rum und Marmelade, also der schöne Duft eines Rums und die Süße einer Marmelade. Das ist doch ein Anfang hier, oder? Ich denke ja schon. Es ist wirklich ein Anfang, man könnte ja hier irgendwie rumgehen und versuchen hier was zu reisen, aber ich denke doch mal, man sollte doch mal ein bisschen hier was haben hier.
Und ich interessiere mich sehr über diese Piraterie. Sehr wichtig, meine Freunde, sehr wichtig. Oh, jetzt war es schon vorbei. Meine Fresse, es ging aber schnell heute. Naja. So, nichts. Was? Ich will doch hier. Ich will doch noch. Oh, reden mit den. Hey, lass meine Ratte in Ruhe. Die Ratte lasse ich in Ruhe. Aber das ganze Knicken hier, ich will mit denen herreden. Ich interessiere mich sehr über die Piraterie. Ich interessiere mich über. Ja, haben wir schon gesagt. Was willst du? Warum stehst du hier rum? Warum steht ihr hier rum und seid nicht auf einem Schiff, rauben, plündern, brandschatzen und so? Nun, die Piraten hat es sich in letzter Zeit nicht sehr ausgezahlt. Sie sind ein paar unheimliche, begabte Piraten in diesen Gewässern. Mit Hauptquartier auf Monkey Island. Also suchen wir nach Alternativen zur Verdingung des Lebensunterhalts. Wir wollen zu einem Zirkus. Klappte ganz gut, bis die Ratte den Elefanten verjagt hat. Denke ich mir schon. Okay, in den Piratenhof. Jetzt sind wir deprimiert. Ja, deprimierten Zirkus, Leute. Es ist ein bisschen. Ich weiß nicht so ganz. Man kann gehen, man kann stehen. So. Will der Herr auch einen Pfefferminz-Drops geben? Pfefferminz an den Herren können wir nicht geben, hä? Kommen wir wieder zurück? Oder können wir hier weiter nach rechts? Nee, okay. Zum Torbogen. Ich weiß nicht, wo wir hier hin müssen. Können wir die Scamba gehen, aber da wird sich nichts ändern. Reden wir mal den Herren hier. Okay. Mit denen hier haben wir alle schon geredet, oder? Hier war dahinter, kann man nicht. Hier mit denen sind die oberwichtigen Piraten der Gesellschaft. Und wir können die Tür doch öffnen, oder? Hey! Du darfst nicht rein! Oh. Zu Kamin? Schau das Kamin an. Gemütlich! Zieht nicht mal eine Tür? Oh. Hey! Bleib ja aus der Küche raus! Hey, bleib ja aus der Küche raus. Ah, dann gehen wir weiter. Hey, ja, schon gehört. Öffne. Das gefällt mir nicht. Und nehmen Fleisch. Nehmen Suppe. Es kochend heiß. Können wir das Ding nehmen, das... Nee, benutze Tagesordnung mit. Benutze Pfefferminz mit Eintopf. Benutze Fleisch mit Eintopf. Die Tür. Können wir die Tür öffnen? Okay. Nehmen Fleisch. Ich glaube, der Vogel pickt mir die Hand ab. Können wir den. Benutze Pfefferminz. Oh. Das ist erfrischend. Sehr schön. Nee, aber können wir das irgendwie... Hä? Wie können wir den jetzt weglocken? Wisst ihr das, meine Freunde, wenn ihr das in den Chat schreiben könnt? Oh, ist nur noch ein Zuschauer. Na dann. Können wir... Sag mal... schau mal an. Hier unten gibt's Töpfe. Schau an, Topf. Da hat jemand Kartoffelsalat drin zubereitet. Ach nee, Kartoffelsalat. Jetzt gibt's noch Kartoffelsalat. Nutze Topf mit Eintopf. Ich tue das lieber nicht da rein. Und können wir den. Das Ding hier. Den Topf mit der Möwe? Oder benutze Topf mit dem Fass? Ist wieder. So viel will ich nicht. Ja, selber schuld. Und das Bild. Komm, ich schau nochmal das Bild an. Können wir gar nicht. Scheiße. So, können wir das Bild nicht anschauen? Ich will das Bild anschauen. Oh, ist aber schade. Und die Blutspritze da auf dem Dingens? Geh zu Fleisch im Eintopf. Nimm Eintopf. Aua. Ups. Benutze das mit dem. Das klappt so nicht. Naja.
Sieht wie was sieht wie eine fleischartige Masse aus. Können wir benutzen einen Topf mit nee, geht nicht. Mit Fass, mit dem toten Fass? Ah, es klappt so nicht. Okay. Kommen wir da raus. Wir verpissen uns gleich mal wieder, bevor er kommt. Haben wenigstens einen Fleischeintopf dabei. Können wir es jemandem anbieten? Ich habe keine Ahnung. Ach, den Hunden. Ich trolle den Hunden. Bei der Gouverneurin natürlich. Aber meine Freunde auf YouTube, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Haut rein, tschüss, das war's. Und so, meine Freunde, und nun den Pausebildschirm mit ein bisschen Musik. Denke ich mir mal, wenn es da mal kommt. So, Musik. Bitte sehr. Ah, natürlich muss ich hier wieder Musik hochdrehen. Ah. War sehr viel los heute. Also jetzt im Spiel nicht so ganz, aber hier. WhatsApp geht durch bei mir heute. Na ja, es geht ja. Uiuiui. Steck dir wieder zu. Heil schon 46. Da geht noch ein Part. Es funktioniert alles tippitopp, meine Freunde. Alles gut. So, was haben wir heute noch so? Habt ihr auch immer so, wenn ihr was machen wollt oder so, dann haben wir immer irgendwie was. Oder wenn ihr was machen wollt, dann habt ihr immer so was in der Art, man kann doch machen oder man kann es ja tun und lassen. Man fängt was an und danach macht man ja plötzlich was anderes. Also ist irgendwie ganz beknackt, wenn man hier anfängt, dann fahren wir dahin und da trala und trulla. Das ist irgendwie vollkommen verrückt. Es ist. Mir geht es auf jeden Fall so. Man hat immer etwas, das man nicht vollenden kann oder so. Ich habe keine Ahnung wieso oder warum, aber. Ich kann nie etwas fertig machen. Naja, hui. Die Zeit verschlingt auch wieder sehr viel. Es ist. Die Zeit schreitet voran wie nichts anderes auf der Welt. Die Zeit ist auch vorbei, oder wie? Nee, die Musik ist vorbei. Stimmt. Ja, verschreiben ist auch wieder sowas. Die Menschen, die Kommunikation ist immer wieder so ein Problem. Von einem Mensch und tralala. Und wenn du sagst, zum Beispiel Person A und Person B, die sagen. Wenn zum Beispiel Person A etwas sagt, kann Person B etwas völlig anders meinen.
Und darum wieder umgekehrt. Also es ist irgendwie komplett durcheinander. Manchmal geht es so durcheinander durch den Kopf und alles und tralala. Da meint man wieder, hey, es hat wieder völlig einen durchgedreht. So. Also, man muss sich wirklich mal zusammenreißen, um was zu erledigen und zu tun auch. Und auch zuhören. Zuhören ist eines der wichtigsten Sachen im Leben. Wirklich, zuhören. Man kann nichts anderes machen, außer zuhören und damit auch so den Leuten wirklich die Stimmung oder das zu geben, was man auch hat. Ist das richtig formuliert? Ich denke wahrscheinlich komplett falsch oder so. Naja, ich denke mal, für den heutigen Stream, ja, warst du schon ziemlich gut für den ersten wirklichen Livestream. Wenn ihr Themen schreiben wollt oder so, einfach mal unten in die Kommentare, jetzt auf YouTube und so. Ansonsten, meine Freunde, lasst doch mal, ja, ein Abo da, wäre sehr nett auf YouTube. Und ich hab, ja, sehr gut. Alles, was man haben muss, habe ich hier. Und noch mehr. Ja, ich finde es sehr toll. Alles gut, alles tralala. Wir sehen uns dann eventuell bei einem nächsten Stream, denn es ist schon wieder Zeit bei mir. Tut mir sehr leid, dass ich jetzt schon aufhören muss. Denn es ist schon... Ja, ich muss morgen wieder früh auf, es ist beknackt. Also eher erst 9:30, aber ich will euch nicht auf eurem Leben auch nicht so weh oder so viel Zeit stehlen. Und daher sage ich jetzt schon bis dann und es wird langsam alles abgebaut. Zuerst wird das Bild gehen. Dann nicht vorhanden in den Chat. Der Loop. Und zuletzt auch ich. Und danach meine Freunde mit Musik aufhören. Und der Stream von heute ist schon vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Oh, falsche Stream. So. Das war's. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.